SWR 2 Hörspiel. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hören die letzte Sendung einer fünfteiligen Folge. Regie führt Claire Schimmel. Blunderstone. Dort bin ich geboren, dort starb meine Mutter viel zu früh. Und dort begegnete ich den ersten Peinigern in meinem Leben, meinem Stiefvater Mr. Murdstone und seiner Schwester Jane Murdstone. Sie trieben mich aus dem Elternhaus. Aber dort fand ich auch Trost und Liebe, als ich ihrer so sehr bedurfte, bei Peggotty, meiner Kinderfrau. Sei getrost, Davy. Ich bleibe immer bei dir. Und wie sie Wort gehalten hat. Ich erinnere mich, als ich sie in London in das Landkutschenbüro brachte, das war viele Jahre später, das Unglück mit Emily war längst geschehen, der Pflegetochter ihres Bruders, die mein bester Freund Steerforth entführt hatte und von der niemand wusste, wo sie jetzt war. Damals, als sie den unglücklichen Bräutigam Emilys, Ham, besuchen wollte und ich sie also zur Landkutsche begleitete, mit der sie nach Yarmouth fuhr, tröstete sie mich über die Not hinweg, in die meine Tante und damit auch ich geraten war. Peggotty ist mir einer der liebsten Menschen in meinem ganzen Leben. Und ich hoffe nur, dass ich all ihre Liebe vergelten kann. Denn ich verdanke ihr sehr viel. Ihr und meiner Tante, die mich in ihr Haus in Dover aufnahm, als ich kurzerhand aus London fortlief, wohin mich mein Stiefvater geschickt hatte, damit ich als Flaschenspüler meinen Lebensunterhalt verdiene. Das waren harte Zeiten bei Murdstone und Grimby, Weingroßhandlung. Aber die Zeiten waren dennoch nicht freudlos. Dafür sorgten Mr. und Mrs. Micawber, meine ewig in Geldsorgen lebenden Freunde, bei denen ich wohnte. Und ich denke gern an diese Zeit zurück. Die Micawbers tauchen von Zeit zu Zeit in meinem Leben auf und das Schicksal scheint zu beabsichtigen, uns niemals gänzlich zu trennen. Wenn es auch des Öfteren Mr. Micawber veranlasst, den Schauplatz seiner verschiedenen Tätigkeiten zu wechseln, damit er sehe, ob sich etwas Besseres fände, wie er sich auszudrücken pflegt. Als ich dann von der Einladung Gebrauch machte, erfuhr ich von Mr. Micawber, dass er beabsichtige, nach Canterbury zu gehen. Canterbury. Wie seltsam das Schicksal unserer Wege führt. In Canterbury bin ich bei Dr. Strong in die Schule gegangen. Das ist lange her. Dr. Strong wohnt jetzt in London und da meine Tante ihr ganzes Vermögen verloren hat und wir jetzt zusammen in London versuchen, uns einzurichten, verdiene ich mir etwas Geld bei Dr. Strong, indem ich für ihn arbeite. Damals war ich sehr glücklich in Canterbury. Ich wohnte bei Mr. Wickfield und Agnes, meiner schwesterlichen Freundin. Und nach Canterbury verschlug nun das Schicksal meiner Freunde, die Micawbers. Ja, nach Canterbury. Die Sache ist die, lieber Copperfield. Ich habe einen Kontrakt abgeschlossen, kraft dessen ich unserem Freunde Uriah Heep verpflichtet bin, ihm zu helfen und ihm zu dienen als sein Geheimschreiber. Uriah Heep? Ich starrte Mr. Micawber erstaunt an. Aber ihm schien meine Überraschung große Freude zu machen. Ich habe dem Schicksal gewissermaßen den Handschuh hingeworfen, indem ich eine Anzeige in die Zeitung setzte. Und dieser Handschuh, wenn ich so sagen darf, wurde von meinem Freunde Heep aufgehoben und führte zu einem gegenseitigen Übereinkommen. Mein Freund Heep hat meine feste Entschädigung nicht zu hoch angesetzt. Aber er hat eine große Unterstützung zugesagt, die mich von dem Druck peinlicher Verlegenheiten erlösen soll und die er von dem Werte meiner Dienste abhängig gemacht hat. Und auf den Wert dieser Dienste setze ich meine Hoffnung. Ich habe bereits einige Einsicht in die Jurisprudenz erlangt, als Angeklagter im Zivilprozess. Und ich werde ohne Verzug die Kommentarien eines der ausgezeichnetsten und merkwürdigsten unserer englischen Juristen studieren. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie weit ich seinen Ausführungen folgte. Ich weiß nur, dass ich immer an Uriah Heep dachte. Bei jedem Wort, das er über seinen Freund Heep verlor. Über diesen Kriecher, der es verstanden hat, Agnes Vater ganz in seine Gewalt zu bekommen. Und dessen Ziel es war, nicht nur die Geschäfte dieses schwachen Mannes an sich zu reißen, sondern der sich heimlich bereits als Schwiegersohn im Hause Wickfield sah. Und ich hätte meiner Freundin Agnes jeden anderen Mann gewünscht. Nur nicht diesen Heuchler.
Dora und ich waren heimlich verlobt und dank der bereitwilligen Hilfe von Doras Freundin, Miss Mills, sahen wir uns sehr oft und gewannen uns sehr lieb. Bis Mr. Spenlow von unserer heimlichen Verlobung erfuhr und mich zwang, Dora aufzugeben. Ich wünsche weiter nichts, als dass Sie die ganze Sache vergessen. Weiter nichts. Er hatte mir klargemacht, dass er, falls ich ihn dazu zwingen würde, nicht davor zurückscheuen wollte, das Testament, das er zugunsten seiner einzigen Erbin, nämlich zugunsten Doras, gemacht hatte, abzuändern. Ich war verzweifelt. Ich vertraute alles meiner Tante an. Aber meiner grenzenlosen Niedergeschlagenheit vermochten noch ihre trostreichen Reden nicht beizukommen. Umso weniger, als ein zweites Unglück dem ersten gleich am nächsten Tage folgte. Mr. Spenlow starb auf dem Wege zu seinem Haus in Norwood. Man wusste nicht, ob ihn unterwegs in der Kutsche der Schlag getroffen hatte und er herausgefallen war, oder ob er ausgestiegen war und ihn dann Übelkeit überfiel. Jedenfalls kam die Kutsche ohne ihn zu Hause an. Ihn selbst fand man bewusstlos eine Meile vom Haus entfernt. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ich kann nicht beschreiben, in welchen Gemütszustand mich diese Nachricht versetzte. Und ebenso unbeschreiblich war meine Niedergeschlagenheit über alles, was weiter über mich kam. Dora war für mich unerreichbar. Ihre beiden alten Tanten hatten sie zu sich genommen, und sie hatte Norwood kurz nach dem Begräbnis ihres Vaters verlassen. So lebte sie in Putney, mit Jip, ihrem Hündchen, und mit Miss Mills, die in ihrer Nähe sein durften, während ich vor Sehnsucht fast verging. Julia Mills war die Einzige, von der ich über Dora etwas erfuhr. Meine Tante, wahrscheinlich besorgt über meine fortdauernde Niedergeschlagenheit, stellte sich, als ob ihr sehr viel daran läge, wenn ich nach Dover ginge, um zu sehen, wie es mit dem Häuschen stünde, das vermietet worden war. Obgleich es mich einiges kostete, Miss Mills zu verlassen, ging ich doch ziemlich gern auf den Plan meiner Tante ein, da mich instand setzte, ein paar ruhige Stunden mit Agnes Wickfield, meiner schwesterlichen Freundin, zu verleben. Ich erbat also von Dr. Strong, für den ich ja neben meiner Tätigkeit in den Commons arbeitete, um etwas Geld zu verdienen, einen dreitägigen Urlaub und reiste nach Canterbury. Als ich dort in Mr. Wickfields Haus trat, fand ich in der kleinen Stube im Erdgeschoss, in der früher Uriah Heep zu sitzen pflegte, Mr. Micawber, der eifrig die Feder handhabte. Er trug einen ganz richterlich aussehenden schwarzen Anzug und thronte feierlich und mächtig in dem kleinen Stübchen. Er freute sich, mich zu sehen, und wollte mich sogleich zu seinem Freund Uriah führen, aber ich schlug es aus und erkundigte mich stattdessen, wie ihm das Jus gefiele. Nun, für einen Mann, der ausgestattet ist mit höheren Gaben der Fantasie, ist die Fülle von Einzelheiten, die dem juristischen Studium eigen ist, einigermaßen unangenehm. Aber dennoch ist es ein großartiges Studium. Ich erkundigte mich weiter, ob er bis jetzt Ursache habe, mit der Behandlung durch seinen Freund Uriah Heep zufrieden zu sein. Lieber Copperfield, ein Mann, der unter dem Druck pekuniärer Verlegenheiten schmachtet, ist den meisten Menschen gegenüber im Nachteil. Ich kann aber sagen, dass mein Freund Heep auf Ansuchen, die ich nicht weiter zu berühren brauche, in einer Weise geantwortet hat, die ebenso sehr seinem Kopfe wie seinem Herzen zur Ehre gereichen muss. Wir kamen dann auf Mr. Wickfield zu sprechen, und er meinte, Mr. Wickfield sei antiquiert, worauf ich entgegnete, dass sein Kompagnon ihn gern dazu machen möchte. Oh, mein lieber Copperfield, gestatten Sie grundsätzlich die eine Bemerkung. Ich bin hier in einer Vertrauensstellung. Und die Besprechung mancher Dinge ist selbst Mrs. Micawber, meiner Frau, meiner Meinung nach unverträglich mit den Funktionen, welche mir hier obliegen. Ich wollte mir daher auch die Freiheit nehmen, Ihnen vorzuschlagen, dass wir in unserem freundschaftlichen Verkehr eine Linie ziehen. Auf der einen Seite dieser Linie liegt das ganze Gebiet des menschlichen Geistes mit einer unbedeutenden Ausnahme. Auf der anderen ist diese Ausnahme, nämlich die Angelegenheiten der Herren Wickfield und Heep mit allem, was dazugehört. Ich glaube, der Gefährte meiner Jugend
wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich diesen Vorschlag seinem besonnenen Urteil unterbreite. Ich fühlte, dass er mich nicht beleidigen wollte und ergriff seine Hand, die er mir herzlich entgegenstreckte. Mr. Micawber sprach dann von Agnes. Ich bin ganz entzückt von Miss Wickfield. Wenn Sie mir nicht selbst einmal gestanden hätten, dass D Ihr Lieblingsbuchstabe sei, Copperfield, würde ich jedenfalls A in Verdacht gehabt haben. Wir alle kennen ein Gefühl, das uns manchmal überrascht, als ob wir das, was wir sagen und tun, schon früher, vor langer Zeit gesagt und getan hätten. Diese geheimnisvolle Empfindung war nie stärker in mir als jetzt, da Mr. Micawber diese Worte sprach. Ich verabschiedete mich vorläufig von ihm und trug ihm die besten Grüße an alle zu Hause auf. Dann ging ich zu Agnes. Ich fand sie in ihrem Zimmer neben dem Kamin an einem hübschen altmodischen Pult sitzen und schreiben. Mein Schatten veranlasste sie aufzublicken. Wie schön, die Ursache der freudigen Veränderung auf ihrem aufmerksamen Gesicht und der Gegenstand dieses lieblichen Blickes und Willkommens zu sein. Trotwood. Ach, Agnes. Komm, setz dich. Danke. Ich habe dich in letzter Zeit so sehr entbehrt, Agnes. Wirklich? Ich weiß nicht, wie es kommt, Agnes. Mir ist, als ob mir eine geistige Eigenschaft fehlte, die ich eigentlich besitzen sollte. Ich war in schöner alter Zeit so sehr daran gewöhnt, in dir meine Beraterin zu sehen. Jeden Gedanken hast du für mich gedacht, Agnes. Was also für eine Eigenschaft fehlt dir? Vielleicht eine Art Selbstvertrauen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Nenn es so, wenn du willst, Todd. Sieh, du kommst nach London. Ich vertraue auf dich und ich habe sofort dein Ziel und einen vorgeschriebenen Weg vor mir. Ich bin arm, weil meine Tante kein Vermögen mehr besitzt. Du rätst mir zu einer Arbeit. Ich tue, was du sagst und habe Erfolg. Und auch jetzt komme ich zu dir. Und schon merke ich, wie ich im Gespräch mit dir anders werde. Der Schmerz, den die Verhältnisse mir bereiten, ist in mir. Ich fühle ihn. Aber sobald ich mit dir spreche, scheint er gemildert. Worin besteht dein Geheimnis, Agnes? Tja, Trott. Wo du mir gefehlt hast, um mir gleich zu Anfang mit Rat und Zustimmung zur Seite zu stehen, da scheine ich stets irregegangen und in die unmöglichsten Schwierigkeiten geraten zu sein. Wenn ich endlich zu dir kam, was schließlich immer geschah, da fand ich Frieden und Glück. Ich komme jetzt heim wie ein müder Reisender und ein so seliges Gefühl der Ruhe erfüllt mich. Immer vertraue ich auf dich, Agnes. Aber du darfst nicht allein auf mich vertrauen, Trotwood. Dora? Gewiss. Ja, du hast recht. Nur, das habe ich dir nicht gesagt, dass man auf Dora eigentlich, ich wollte um alles in der Welt nicht sagen, schwer vertrauen kann. Denn sie ist ein Engel an Reinheit und Wahrheit, aber sie ist, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, Agnes, sie ist ein schüchternes, kleines Wesen und leicht aus der Fassung zu bringen. Als ich ihr meine Armut eröffnete, um nur ein Beispiel zu sagen, da wollte sie mich überhaupt nicht anhören. Ein anderes Mal gab ich ihr ein Kochbuch, damit sie ein paar praktische Dinge lernen sollte, aber sie hat gar kein Verständnis dafür, für die praktischen Dinge, verstehst du? Von den Wirtschaftsrechnungen ganz zu schweigen. Ich kenne dich, Trotwood. Und ich möchte mit Bestimmtheit annehmen, dass du alles, was du bei ihr vorgebracht hast, in der dir besonders eigenen ungestümen Weise tatest. Du kannst aber ganz ernstlich in der Welt vorwärts schreiten, ohne so ungestüm bei einem schüchternen, liebenden, unerfahrenen Mädchen zu sein. Arme Dora. Nun, augenblicklich kann von stürmisch keine Rede sein. Seit sie bei ihren Tanten in Patna ist, habe ich sie nicht gesehen und ich weiß auch gar nicht, wie ich es anstellen soll, mich ihr zu nähern, ohne zu fürchten,
dass sie schon bei der Nennung meines Namens in Tränen ausbricht. Warum schreibst du nicht an ihre Tanten? Wie kann ich denn das? Indem du ganz offen alles Vorgefallene erzählst und die beiden Damen bittest, dir zu erlauben, mit Dora zu sprechen. Wie sie mir diesen Vorschlag so klar machte, war ich entschlossen, noch am selben Nachmittag den Brief an die Tanten zu entwerfen. Aber zuerst ging ich hinab, um Mr. Wickfield und Uriah Heep aufzusuchen, um der Höflichkeit zu genügen. Als ich nach einer Weile wieder zu Agnes kam, war Uriahs Mutter bei ihr, die, wie ich später erfuhr, Agnes oft Gesellschaft leistete. Ich fand nicht Gelegenheit, 10 Minuten mit Agnes allein zu sprechen. Auch bis zum Abend nicht und auch nicht am nächsten Tag. Ich fand kaum Zeit, ihr meinen Brief zu zeigen. Ich schlug ihr vor, mit mir spazieren zu gehen. Aber da Mrs. Heep über Übelbefinden klagte, blieb Agnes zu Hause. So ging ich allein. Ich hatte die letzten Häuser der Stadt auf der Straße nach Ramsgate noch nicht ganz hinter mir, als mir durch die Dämmerung jemand nachrief. Master Copperfield! Master Copperfield! Der schleppende Gang und der knappe Überrock waren nicht zu verkennen. Ich blieb stehen und Uriah Heep holte mich ein. Wie schnell Sie gehen! Ich wollte Sie begleiten, Master Copperfield. Die Wahrheit zu gestehen? Sie werden es mir nicht übel nehmen, ich wollte allein spazieren gehen, weil ich zu viel Gesellschaft gehabt habe. Sie meinen meine Mutter? Allerdings. Ach, wissen Sie, wir sind so geringe Leute. Und da müssen wir uns hüten, dass wir nicht von den Menschen, die über uns stehen, beiseite geschoben werden. In der Liebe gelten alle Listen, Sir. Und sehen Sie, Sie sind ein gefährlicher Nebenbuhler. Glauben Sie etwa, dass ich Miss Wickfield anders betrachte als eine sehr teure Schwester? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, hören Sie. Um Miss Wickfields Willen will ich Ihnen sagen. Ich bin mit einer anderen jungen Dame verlobt. Ich hoffe, das genügt Ihnen. Auf Ihre Seligkeit? Was wagen Sie zu fragen? Wollen wir umkehren? Lassen Sie sich noch gesagt sein, dass ich der Meinung bin, Agnes Wickfield steht so hoch über Ihnen und ist so erhaben über alle Ihre Ansprüche, wie dieser Mond, der eben dort aufgeht. So friedvoll, nicht wahr? Ja, sehr. Jetzt gestehen Sie, Master Copperfield, dass Sie mich nicht so lieben konnten, wie ich Sie. Die ganze Zeit über haben Sie mich für zu niedrig gehalten. Und das wundert mich nicht. Ich liebe Beteuerungen der Demut nicht. Überhaupt keine Beteuerungen. Da haben wir es. Wusste ich es nicht. Aber wie denken Sie über die berechtigte Demut einer Person in meiner Stellung, Master Copperfield? Vater und ich wurden beide in einer Stiftsschule für Knaben erzogen und meine Mutter ging in eine öffentliche Schule. Auch eine Art Wohltätigkeitsanstalt. Sie lehrten uns allerlei Demut. Mein Vater bekam eine Medaille für seine Demut, auch ich. Mein Vater wurde Küster, weil er demütig war. Sei demütig, Uriah, sagte mein Vater, und du wirst es zu etwas bringen. Und ich kam wirklich auf meine Rechnung. Ich habe mir die Demut angewöhnt. Ich aß sogar den schlechtesten Kuchen. Mit Appetit. Ich lehnte es ab, Lateinisch zu lernen. Die Leute sehen's gern, wenn sie über einem stehen, sagte der Vater. Drum halte dich unten. Ich bin jetzt noch eine sehr bescheidene Person, Master Copperfield. Aber ich besitze eine Gemacht. Und er sagte dies, ich merkte es an seinem vom Mondschein erhellten Gesicht, um mir zu verstehen zu geben, dass er durch den Gebrauch dieser Macht sich zu belohnen entschlossen sei. An seiner Niederträchtigkeit, seiner Listen, seiner Bosheit hatte ich nie gezweifelt. Aber ich begriff jetzt zum ersten Male, welch ein niedriger, unnachgiebiger und rachsüchtiger Geist in ihm durch die frühzeitige und langjährige Unterdrückung genährt worden war. Ich fragte mich, ob es nicht besser wäre, mit Agnes zu reden. Aber dazu kam es nicht. Wir waren nie allein.
Am Abend, nach dem Essen, als sich Agnes und Mrs. Heep zurückgezogen hatten, überredete Uriah Heep, Mr. Wickfield und mich, noch eine Weile beisammen zu bleiben. Wir sehen unseren gegenwärtigen Gast so selten, Sir, und ich möchte vorschlagen, seine Anwesenheit noch mit einem oder zwei Glas Wein zu feiern. Mr. Copperfield, auf Ihr Wohl und Ihre Gesundheit. Uriah war in gehobener Stimmung. Ich hatte mir vorgenommen, mich auf ein Glas Wein zu beschränken. Auch Mr. Wickfields wegen, aber nun war ich gezwungen zu bleiben. Uriah forderte Mr. Wickfield auf, doch auch einen Toast auszubringen. Und der schwache alte Mann trank dabei mehr, als ihm zuträglich war. Ich will nicht näher beschreiben, wie er sich vergeblich bemühte, seiner Schwäche Herr zu werden. Und wie Uriah ihn mit offenbarem Frohlocken vor mir bloßstellte. Der Anblick schnitt mir tief ins Herz und das auszudrücken fehlen mir die Worte. Uriah brachte indes abermals einen Toast aus. Nun, lieber Kompagnon, erlaube ich mir, um Räumer zu bitten, denn mein Toast soll der göttlichsten Ihres Geschlechts gelten. Der Vater hielt sein leeres Glas in der Hand. Ich sah, wie er es niedersetzte, wie er auf das Bild seiner zu früh verstorbenen Frau blickte, das ihm gegenüber an der Wand hing, seiner über alles geliebten Frau, der Agnes so ähnlich sah. Wie er die Hand auf die Stirn legte und in den Lehnstuhl zurücksank. Es ist viel gewagt, von einem so geringen Menschen wie ich bin, auf Ihre Gesundheit zu trinken, aber ich bewundere Sie. Ich bete Sie an. Kein physischer Schmerz, der Ihres Vaters graues Haupt hätte treffen können, konnte schrecklicher sein als die seelische Qual, die er vergeblich zu verbergen suchte. Aber Uriah begriff seine Gebärde nicht. Agnes. Agnes Wickfield ist, darf ich wohl sagen, die Göttliche Ihres Geschlechts. Darf ich unter Freunden offenherzig sein? Ihr Vater zu sein, ist eine stolze Auszeichnung. Aber Ihr Gatte zu sein... Nein! Was gibt's? Sie sind doch nicht am Ende verrückt geworden, Mr. Wickfield, hoffe ich. Wenn ich sage, ich besitze so viel Ehrgeiz, um Ihre Agnes zu meiner Agnes zu machen, so habe ich dazu so gut ein Recht wie jeder andere. Ich hielt Mr. Wickfield umschlungen. Aber er versuchte, sich von mir loszureißen und schien wie von Sinnen. Dabei sprach er kein Wort, blickte niemanden an und sah niemanden. Es mag sein, dass ich beruhigend auf ihn wirkte, denn nach und nach sträubte er sich weniger und sah mich an. Anfangs ohne mich zu erkennen, dann mit dankbarem Ausdruck in den Augen. Ich weiß, Trotwood. Mein Kind, mein liebes Kind und Sie, ich weiß. Aber sehen Sie ihn an. Sehen Sie meinen Quälgeist. Durch ihn habe ich alles aufgegeben. Meinen guten Namen und Ruf. Friede und Ruhe. Haus und Familie. Alles. Erhalten habe ich für Sie Namen und Ruf und alles. Seien Sie nicht närrisch, Mr. Wickfield. Wenn ich auch ein bisschen weiter gegangen bin, als Sie geahnt haben, so kann ich doch wohl wieder umkehren. Es ist noch niemand geschädigt worden. Sehen Sie ihn an. Ich glaubte, sein Vorteil bei mir würde ihm genügen. Aber sehen Sie ihn an in seiner wahren Gestalt. Es wäre gut, wenn Sie ihn zum Schweigen brächten, Copperfield. Wohin bin ich geraten? Aber warum sollte ich nicht in der Hand eines jeden sein, wenn ich einmal in seiner Hand bin? Warum Sie nicht in der Hand eines jeden sein dürfen, Mr. Wickfield? Weil Sie eine Tochter haben. Sie und ich wissen, was wir wissen, nicht wahr? Lassen Sie solche Dinge lieber ruhen. Ich sage Ihnen ja, es tut mir leid. Was also wollen Sie noch mehr? Ach, Trotwood. Wie tief bin ich gesunken. Seitdem ich Sie zuerst in meinem Hause sah. Alles ist Schwäche an mir. Meine Erinnerungen, Trotwood. Da sehen Sie das Bild. Ich kann meine liebe Frau nicht vergessen. Aber mein Schmerz um die Mutter meines Kindes ist meine größte Schwäche geworden.
Und auch meine Liebe zu meinem Kind. Ich habe Elend über die gebracht, die ich am innigsten liebe. Er sank in einen Stuhl und schluchzte leise. Ich weiß nicht, was ich alles in meiner Verblendung getan habe. Er weiß es am besten, denn er hat immer einflüsternd hinter mir gestanden. Sie sehen, welcher Mühlstein er um meinen Hals ist. Sie finden ihn in meinem Hause. Sie finden ihn in meinem Geschäft. Sie hörten ihn erst vor wenigen Minuten. Was brauche ich noch mehr zu sagen? Sie haben nicht nötig, überhaupt etwas zu sagen. Ich habe es ja wieder zurückgenommen, was ich mehr gesagt habe, als ich wollte. Vater! Vater, bist du nicht wohl? Komm mit mir. Agnes legte ihren Arm um seinen Hals. Komm. Er legte seinen Kopf auf ihre Schulter, als ob ihn Beschämung bedrückte, und verließ mit ihr das Zimmer. Ihre Augen trafen die meinen, nur ganz flüchtig. Aber ich erkannte, wie viel sie von dem Geschehenen wusste. Ich hätte nicht gedacht, dass er es gleich so übel aufnehmen würde, Master Copperfield. Aber morgen werden wir wieder gute Freunde sein. Es ist zu seinem Besten. Ich gab ihm keine Antwort und ging hinauf in mein altes Zimmer, in dem Agnes so oft neben mir gesessen hatte, wenn ich studierte. Es schlug 12. Ich las, ohne zu wissen, was. Als Agnes Hand mich berührte. Du wirst morgen frühzeitig abreisen, Trotwood. Lass uns jetzt Abschied nehmen. Der Himmel segne dich. Agnes, lass dir sagen... Wir müssen unser Vertrauen in Gott setzen. Ich sehe, du willst nicht von heute Abend sprechen. Nein, lieber Trotwood. Es ist sicher eine Anmaßung von mir, an dir zu zweifeln und dir Ratschläge zu erteilen, die ich gewohnt bin, von dir zu empfangen. Aber du weißt, wie sehr ich dich liebe und wie viel ich dir danke. Du wirst dich niemals einem missverstandenen Pflichtgefühl aufopfern, Agnes? Nein, bitte erschrick nicht. Trotwood, ich... Sag, dass du an so etwas nicht denkst, Agnes, die du mir viel mehr bist als eine Schwester. Ich habe meinetwegen keine Furcht, Trotwood. Und du sollst auch keine Furcht haben, Bruder. Noch lange, lange Zeit später sah ich diesen Blick zu dem lieblichen Lächeln werden, mit dem sie mich Bruder nannte, von mir Abschied nahm und verschwand. Einige Zeit war vergangen, als endlich eine Antwort auf meinen Brief an Doras Tanten kam. Die beiden alten Tanten empfahlen sich bestens, Mr. Copperfield, und benachrichtigten ihn, dass sie seinen Brief reiflich erwogen hätten, und zwar mit Rücksicht auf das Glück beider Teile. Die beiden Mrs. Spenlow fügten hinzu, dass sie sich enthalten müssten, durch briefliche Vermittlung ihre Meinung über die Sache, von der ihnen Mr. Copperfield Mitteilung gemacht, abzugeben, aber dass sie sich glücklich schätzen würden, mit Mr. Copperfield über diesen Punkt zu sprechen, wenn er ihnen an einem bestimmten Tage die Ehre erweisen wollte. Auf diesen Brief antwortete Mr. Copperfield sofort mit der größten Ergebenheit, dass er die Ehre haben werde, an dem bestimmten Tage den beiden Damen seine Aufwartung zu machen. Nach Absendung dieser Botschaft geriet Mr. Copperfield in einen Zustand höchster Aufregung, der ihn bis zu dem anberaumten Tage nicht verließ, an dem ihn die eine der Damen, von der er vor lauter Aufregung auch jetzt nicht sagen kann, ob es Miss Lavinia oder Miss Clarissa war, in ein anderes Zimmer führte. Und da fand Mr. Copperfield seinen süßen Liebling.
Sie stand hinter der Tür, hielt sich beide Ohren zu und kehrte ihr Gesichtchen gegen die Wand. Oh, wie schön sah sie aus in ihrem schwarzen Kleid. Sie wollte gar nicht hinter der Tür hervor. Wie zärtlich waren wir zueinander, als sie endlich doch hervorgetreten war. Ach, Dodi. Meine liebste Dora. Jetzt gehörst du mir wirklich. Für immer. Und nicht. Bitte nicht. Gehörst du mir nicht für immer? Doch, ja. Aber ich fürchte mich so. Du fürchtest dich? Ja. Mein gutes Kind. Es war mir eine große Erleichterung, als ich beobachten konnte, dass im Großen und Ganzen genommen meine Tante, der ich genau berichtet hatte, und Doras Tanten bei unserem nächsten Besuch viel besser miteinander auskamen, als ich erwartet hatte. Und auch Dora benahm sich meiner Tante gegenüber so reizend, dass ich annehmen durfte, beide werden stets gut zueinander sein. Nur etwas machte mir Sorge, als wir so im stillen Glück fortlebten, dass Dora einmütig wie eine hübsche Puppe oder ein Spielzeug behandelt würde. Und so nahm ich mir vor, mit ihr darüber zu sprechen. Ich erklärte ihr, dass sie es dahin bringen könne, dass man sie anders behandle. Wie anders? Aber du weißt doch, Liebling, du bist kein Kind mehr. Oh, jetzt wirst du bös. Sie sind alle sehr gut zu mir. Und ich bin sehr glücklich. Nun ja, mein Schatz, aber du könntest sehr glücklich sein und doch vernünftig behandelt werden. Wenn ich dir so nicht gefalle, warum hast du dich dann mit mir verlobt? Was konnte ich anderes tun, als ihr die Tränen wegzuküssen und ihr zu beteuern, wie sehr ich sie liebte? Es freute mich, dass sie mich gleich darauf aus freien Stücken bat, ihr das Kochbuch zu bringen, von dem früher schon einmal die Rede war, und ihr zu zeigen, wie man Rechnung führt. Ich brachte es ihr und ein altes Haushaltungsbuch meiner Tante. Aber das Kochbuch machte Dora Kopfweh und die Zahlen brachten Diese sie zum Zahlen Weinen. Zahlen lassen sich einfach nicht addieren. So strich sie sie aus und zeichnete lauter kleine Sträußchen und Porträts von mir und Chip auf die Blätter. Dann versuchte ich es mit mündlichem Unterricht, sonntagnachmittags, wenn wir spazieren gingen. Chip, lauf nicht so weit weg. Komm schön her. Sieh mal, nimm einmal an, wir wären verheiratet und du wolltest zum Mittagessen eine Hammelschulter kaufen. Würdest du wohl wissen, wie man sie kauft? Wie? Der Fleischer weiß doch, wie er sie mir zu verkaufen hat. Was brauche ich da noch zu wissen? Ach, du dummer Mensch. Nun, ja, gut. Und was tust du, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich gern ein delikates irisches Ragout essen möchte? Was soll ich da tun? Nun ja. Ich werde der Köchin befehlen, eines zu machen. Ach, du lieber, süßer, dummer Dodi. Was sollte ich da noch sagen? Was sollte ich tun? Ich ertappte mich dabei, wie ich selber sie als ein Spielzeug behandelte. Wenn auch nur selten. Agnes kam für 14 Tage nach London auf Besuch zu Dr. Strong. Mr. Wickfield war ein Freund des Doktors und der Doktor wünschte ihn zu sprechen und ihn aufzuheitern. Sie und ihr Vater kamen miteinander. Es überraschte mich nicht sehr, als ich von ihr hörte, sie habe in der Nähe eine Wohnung für Mrs. Heep gesucht. Und ebenso wenig wunderte es mich, als schon am nächsten Tag Uriah als pflichtgetreuer Sohn seine würdige Mutter nach der Stadt brachte, um von der Wohnung Besitz zu ergreifen. Ja, sehen Sie, Master Copperfield, wenn man liebt, ist man ein wenig eifersüchtig. Wenigstens wünscht man, das geliebte Geschöpf im Auge zu behalten. Mir war sein Benehmen so widerlich, dass ich mich ohne ein Wort von ihm abwandte. Eines Tages, ich glaube, es war an dem folgenden Sonnabend, nahm ich Agnes mit zu Dora. Und mir war etwas bang vor der Begegnung meiner beiden Lieblinge. Aber Agnes' sanfte Freudigkeit gewann bald Doras Herz. Und auch den Tanten gefiel Agnes' offene Art. Anfangs war Dora noch etwas schüchtern, aber nach dem Tee wurde sie heiter und hing sich an Agnes. Es freut mich so sehr, dass ich Ihnen gefalle. Ich habe immer das Gegenteil gefürchtet. Und dabei brauche ich jetzt, da Julia Mills fort ist, mehr als eine Freundin. Julia Mills war mit ihrem Vater nach Indien gereist, wo dieser große Plantagen besaß.
Meinst du nicht auch, Dodie, wenn ich Agnes seit langer Zeit zur Freundin gehabt hätte, dass ich dann hätte gescheiter sein können? Bin ich denn so gescheit? Mein lieber Schatz, was für ein Unsinn. Meinst du, es sei Unsinn? Weißt du das genau? Natürlich. Was machst du denn mit den Knöpfen von meinem Rock? Willst du sie mir abreißen? Ich weiß eigentlich gar nicht einmal, wie Agnes mit dir verwandt ist. Wir sind überhaupt nicht verwandt. Aber wir wurden zusammen erzogen, wie Bruder und Schwester. Dreh mir nicht die Knöpfe ab, du Schlingel. Ich möchte nur wissen, warum du dich eigentlich in mich verliebt hast. Vielleicht, weil ich dich nicht sehen konnte, ohne dich zu lieben, Dora. Aber wenn du mich nun gar nicht gesehen hättest. Aber wenn wir nun gar nicht geboren worden wären. Ich fragte mich, worüber sie wohl nachdenken möge, als ich in bewunderndem Schweigen die kleine weiche Hand betrachtete, die die Knopfreihe an meinem Rock hinauf und hinab spazierte, das lockige Haar, das an meiner Brust ruhte, und die Wimpern ihrer niedergeschlagenen Augen, die langsam den spielenden Fingern folgten. Endlich sah sie mich an und stellte sich auf die Zehen, um mich nachdenklicher als gewöhnlich zu küssen. Einmal, zweimal, dreimal. Und verließ dann das Zimmer. Wie glücklich war ich, dass Agnes und Dora Gefallen aneinander gefunden hatten. Auf dem Nachhauseweg fragte ich Agnes, ob Uriah Heep wieder einmal eine Anspielung gemacht habe. Nein, es ist keine Veränderung zu Hause eingetreten. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Du musst nicht so viel daran denken. Habe keine Angst um mich, Trotwood. Was du befürchtest, werde ich nie tun. Wenn dieser Besuch vorbei ist, Agnes, vielleicht sind wir jetzt zum letzten Mal allein beisammen. Wann wirst du dann wieder nach London kommen, sag? Wahrscheinlich auf lange Zeit nicht. Ich halte es für das Beste, um des Vaters willen zu Hause zu bleiben. Wir werden uns wahrscheinlich länger nicht sehen. Aber ich werde fleißig an Dora schreiben und so werden wir voneinander hören. Wir standen jetzt in dem kleinen Hof vor dem Haus des Doktors. Es war schon sehr spät, als Agnes mir gute Nacht wünschte. Mach dir keine Sorgen über unser Unglück und unsere Trübsal. Ich kann in nichts glücklicher sein als in deinem Glück. Und wenn du mir helfen kannst, so verlass dich darauf, dass ich dich darum bitten werde. Gott segne dich. Noch einmal lasst mich stillhalten bei einem denkwürdigen Abschnitt meines Lebens. Lasst mich beiseite treten, damit ich die Phantome jener Tage, begleitet von meinem eigenen Schatten, im schemenhaften Zuge an mir vorbeigehen sehe. Wochen, Monate, Jahre gleiten vorüber. Sie kommen mir wenig länger vor als ein Sommertag und ein Winterabend. Nun steht der Anger, auf dem ich mit Dora spazieren gehe, in voller Blüte, wie in gleißendes Gold getaucht. Und jetzt wieder liegt das unsichtbare Heidekraut in Büscheln unter einer Decke von Schnee. In einem Augenblick glänzt der Fluss, der unsere Sonntagswege durchschneidet, in der Sommersonne, wogt vor dem Winterwind oder wälzt dichte Eisschollen vor sich her. Schneller als je ein Strom nach der See floss, blitzt er auf, verdunkelt sich und rollt hinweg. Ich bin mündig geworden. Ich habe die Würde von 21 Jahren erlangt. Aber das ist eine Würde, die jedem zuteil wird. Ich will nachdenken, was ich selbst geleistet habe. Es ist mir gelungen, das Geheimnis der Stenografie zu enthüllen. Ich verschaffe mir damit ein anständiges Einkommen. Ich bin Parlamentsberichterstatter für eine Morgenzeitung. Nacht für Nacht schreibe ich Prophezeiungen nieder, die nie eintreffen, Glaubensbekenntnisse, nach denen nie gehandelt wird, Erklärungen, die nur in die Irre führen sollen. Ich schwelge in Worten. Britannia, dieses unglückliche Frauenzimmer, liegt immer vor mir wie ein zugerichtetes Huhn, über und über gespickt mit amtlichen Federn und festgebunden mit rotem Bande. Ich sehe weit genug hinter die Kulissen, um den Wert des politischen Lebens zu kennen. Ich bin in dieser Hinsicht ein wahrer Heide und werde mich nie bekehren lassen.
Ich habe es auch auf andere Weise versucht. Mit Furcht und Zittern bin ich ans Schriftstellern gegangen. Ich schrieb ganz insgeheim eine Kleinigkeit und schickte sie an ein Magazin und sie wurde gedruckt und veröffentlicht. Seit der Zeit habe ich Mut und schreibe viele derartige Kleinigkeiten. Überhaupt bin ich nun gut gestellt. Wir sind umgezogen und wohnen jetzt in einem hübschen Häuschen, gar nicht weit weg von dem, wo mich die gewisse Begeisterung zuerst ergriff. Aber meine Tante, welche das Haus in Dover mit gutem Gewinn verkauft hat, wohnt nicht bei uns, sondern zog in ein niedliches Häuschen nebenan. Was ich damit andeuten möchte? Meine Verheiratung. Ja. Die beiden alten reizenden Damen, Doras Tanten, hatten ihre Einwilligung gegeben. Peggotty kommt auch, um sich nützlich zu machen. Ihre Aufgabe scheint zu sein, alles zu reinigen. Sie reibt alles ab, was sich abreiben lässt, bis es glänzt. Manchmal sehe ich auch ihren einsamen Bruder nachts durch die dunklen Straßen wandeln. Immer auf der Suche nach Emily, der Sonne seines Lebens. Ich rede ihn nie in solcher Stunde an. Ich weiß zu gut, was er sucht und was er fürchtet, wenn seine ernste Gestalt rastlos weiterwandert. Der Tag unserer Hochzeit ist mir noch heute wie ein halber Traum, der vorüberrauscht. Noch nie habe ich meine Tante in solchem Staat gesehen. Sie hat ein lavendelfarbiges, seidenes Kleid an und einen weißen Hut auf und sieht großartig aus. Peggotty hat sich fertig gemacht, um in die Kirche zu gehen, denn sie will die Feierlichkeit von der Empore aus ansehen. Mr. Dick, der als Brautvater fungieren soll, hat sich das Haar kräuseln lassen. Ich bin ganz zerstreut. Alles kommt mir unglaublich vor. Während der ganzen Fahrt zur Kirche hat meine Tante meine Hand in der ihrigen. Als wir anhalten, drückt sie mir die Hand und gibt mir einen Kuss. Gott segne dich, Trott. Mein eigener Sohn könnte mir nicht lieber sein. Das Übrige ist ein mehr oder weniger zusammenhängender Traum. Ein Traum, wie sie mit Dora hereinkommen, wie der Geistliche und der Küster erscheinen, wie die heilige Handlung mit einem tiefen Gesang einsetzt und wie alle sehr aufmerksam sind. Ein Traum, in dem Miss Lavinia, eine von Doras Tanten, welche die Rolle einer Hilfsbraut vertritt, zuerst zu weinen anfängt, während die andere Miss Clarissa zum Riechfläschchen greift. In welchem Agnes sich Doras schützend annimmt. Meine Tante ein Muster von Ungerührtheit zu sein versucht, während Tränen ihre Wangen herabrinnen. Und meine kleine Dora sehr zittert und ihre Responsen kaum hörbar flüstert. Wie im Traum sehe ich uns nebeneinander niederknien. Wie Dora weniger zittert, aber immer noch Agnes fest an der Hand hält. Wie schließlich die Feierlichkeit still und ernst vorübergeht. Ein Traum, in welchem ich so stolz und zärtlich mit meinem lieblichen Weib am Arm durch die Kirche gehe. Umgeben von einem Nebel von halb gesehenen Leuten, Kerzen, Denkmalen, Kirchstühlen, Taufbecken, Orgeln und Kirchenfenstern. In dem leise Erinnerungen an die alte Kirche meiner Jugend schweben. Endlich erwache ich aus diesem Traum und glaube es. Ich habe wirklich mein treues Weibchen neben mir, das ich so sehr liebe. Bist du jetzt glücklich, mein kleines Dummerchen? Und wirst du es auch nicht bereuen? Inzwischen waren die Flitterwochen vorbei und die Brautführerinnen heimgereist. Und ich in meinem eigenen Häuschen, allein mit Dora. Ganz abgeschnitten, wie ich wohl sagen darf, von der alten, herrlichen Tätigkeit des Liebeswerbens. Es kam mir so außerordentlich vor, dass Dora immer da war, dass wir so selbstverständlich ganz allein beisammen waren, dass wir niemand anderem zu gefallen zu leben hatten als uns selbst.
Ich weiß nicht, ob zwei junge Vögel weniger vom Haushalten wissen konnten als ich und meine hübsche Dora. Wir hatten natürlich eine Dienstmagd, eine Perle. Ihrem Zeugnis nach nüchtern und ehrlich. Ich will daher gern glauben, dass sie Krämpfe hatte, als wir sie einmal unter dem Herde fanden, und dass das Verschwinden einiger Teelöffel dem Kehrichtmann zuzuschreiben war. Aber sie machte uns schreckliche Sorge. Und sie war schuld an unserem ersten Zwist. Ich musste eilig fort und wir warteten auf das Essen, aber es wurde und wurde nicht fertig, so dass ich meiner Frau sagte, dass es doch nicht sehr angenehm sei, so ohne etwas zu essen an die Arbeit gehen zu müssen. Dora zitterte sogleich. Ich weiß genau, du willst mich ausschelten. Ach, liebes Kind, ich will bloß vernünftig mit dir sprechen. Vernünftig sprechen ist schlimmer als ausschelten. Ich habe nicht geheiratet, um mir Vorhaltungen machen zu lassen. Wenn du so einem armen kleinen Geschöpf wie ich bin Vorhaltungen machen wolltest, so hättest du es mir sagen sollen, du böser Mann. Du bist ein ganz, ganz böser Mann. Liebe Dora. Nein, ich bin nicht deine liebe Dora. Denn es muss dir leid tun, mich geheiratet zu haben. Sonst würdest du mich nicht ausschelten. Aber liebe Dora, du bist recht kindisch und sprichst lauter dummes Zeug. Du wirst dich gewiss erinnern, dass ich gestern schon fort musste, ehe ich mit dem Mittagessen halb fertig war und dass mir am Tage vorher ganz übel wurde, weil ich halbgebratenes Kalbfleisch mit aller Hast essen musste. Und heute kann ich gar nicht essen. Und ich will noch gar nicht sagen, wie lange wir auf das Frühstück warten mussten. Da kochte das Wasser nicht einmal. Ich mache dir keine Vorwürfe deswegen, meine Liebe, aber angenehm ist es nicht. Und du böser, böser Mann, zu sagen, ich wäre ein garstiges Weib. Aber Dora, das habe ich ja niemals gesagt. Du hast gesagt, ich wäre nicht angenehm. Ich sagte, dieses Wirtschaften sei nicht angenehm. Das ist ganz dasselbe. Ich mache dir keine Vorwürfe. Wir haben beide noch viel zu lernen. Ich versuche nur dir zu zeigen, liebe Frau, dass du dich gewöhnen musst. Ja, wirklich musst, über das Mädchen Aufsicht zu führen. Und auch selbst etwas zu tun. Ich muss mich wirklich wundern, dass du so undankbare Reden führst. Dabei bin ich neulich herumgelaufen. In der ganzen Stadt, um Fisch zu kaufen. Ja, das war auch sehr hübsch von dir. Und ich hätte auch niemals erwähnt, dass du einen ganzen Lachs gekauft hast, an dem wir hätten eine Woche essen müssen, wenn er nicht schlecht geworden wäre. Das Pfund zu 6 Schilling. Was mehr ist, als wir bezahlen können. Dabei hattest du dich so gefreut. Und Mäuschen hast du zu mir gesagt. Ach, das werde ich noch oft sagen. Und dann komm, sehr lieb. Ich hatte sie verletzt und ich konnte sie nicht trösten. Außerdem musste ich eilends fort. Als ich 3 Stunden nach Mitternacht nach Hause kam, war meine Tante bei uns und wartete auf mich. Ich war erschrocken und fragte, ob etwas sei. Nein, Trott. Blümchen ist etwas trübe gewesen und ich habe ihr Gesellschaft geleistet. Weiter nichts. Ich versichere dir, Tante, der Gedanke, dass Dora so ist, hat mich heute Abend ganz unglücklich gemacht. Du musst Geduld mit ihr haben, Trott. Dora ist ein zartes Blümchen und der Wind muss sanft mit ihr umgehen. Ihr seid noch nicht lange verheiratet und Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und auch nicht in einem Jahr. Und du musst sie vor allem nach den Eigenschaften schätzen, die sie hat. Und nicht nach denen, die sie nicht hat. Du hast frei gewählt, mein Junge. Du kannst entwickeln, was sich entwickeln lässt. Kannst du sie aber nicht entwickeln, so muss es dir gelingen, dich damit abzufinden. Das ist die Ehe, mein lieber Trott. Damit band sie ein Tuch um ihren Kopf und ich geleitete sie nach Hause. Sie schien etwas besorgt, was meine Gedanken beschäftigte, während ich wieder in unser Haus trat. Meine Tante hatte recht. Wir mussten uns unsere Zukunft selbst bauen. Dora kam in ihren Pantöffelchen heruntergeschlichen, um mich zu begrüßen. Sie lehnte sich weinend an meine Schulter. Und wir söhnten uns aus und kamen überein, dass unser erster kleiner Zwist auch unser letzter sein sollte. Und wenn wir 100 Jahre lebten. Aber die häuslichen Prüfungen waren zahlreich und hart. So nahm ich denn die Mühen und Sorgen unseres Lebens auf mich und hatte niemand, der sie mit mir teilte. Unser Haushalt blieb ungeordnet.
Aber ich hatte mich daran gewöhnt und es freute mich, dass Dora jetzt selten gekränkt war. Dabei hatte ich das gute Gefühl, dass meine Tante ihr öfters freundlich zusprach, wie sie in allem bemüht war, uns mit ihrem Rate beizustehen. Wir müssen etwa ein Jahr verheiratet gewesen sein. Ich hatte meine Arbeit bei Dr. Strong längst aufgegeben. Als ich eines Abends, da ich von einem Spaziergang zurückkehrte und über das Buch nachdachte, das ich damals schrieb, denn meine Erfolge mehrten sich mit meinem anhaltenden Fleiß, als ich eines Abends die Gartentür meiner Tante offen stehen und ein schwaches Licht über den Weg scheinen sah. Zu meinem großen Erstaunen erblickte ich einen Mann in dem kleinen Garten. Er hatte ein Glas und eine Flasche in der Hand und trank. Ich blieb dicht hinter der Hecke stehen, denn der Mond war jetzt aufgegangen. Und ich erkannte jenen Mann, den ich früher für ein Fantasiegebilde Mr. Dix gehalten hatte. Als kurz darauf meine Tante aus dem Haus trat, hörte ich, wie sie ihm Geld in die Hand zählte. Was? Ist das alles? Es ist alles, was ich dir geben kann. Du weißt, ich habe Verluste gehabt. Ich bin ärmer, als ich früher war. Du willst mir also weiter nichts geben? Ich kann nicht. Schlimm genug, dass du mich um den größten Teil meines Vermögens gebracht hast. Jahrelang hast du mich treulos, undankbar und grausam behandelt. Geh und bereue es. Geh. Gut, also schön. Muss ich mich eben einrichten. Vor der Hand. So gut es geht. Ich machte 2, 3 rasche Schritte, als ob ich eben käme, und begegnete ihm in der Pforte. Wir sahen uns im Vorbeigehen scharf an und mit keinem freundlichen Blick. Ich eilte auf meine Tante zu und fragte sie, wer dieser fremde Mann sei. Mein Mann, Trott. Dein Mann, Tante? Ich glaube, der wäre tot. Für mich ist er tot, aber er lebt. Es gab einmal eine gute Zeit, Trott, da ich an diesen Mann von ganzem Herzen glaubte, da ich ihn wahrhaft liebte. Dafür dankte er mir damit, dass er mein Vermögen vergeudete und mir fast das Herz brach. Meine liebe, gute Tante. Als ich ihn heiratete, war er ein schöner Mann. Was er jetzt ist, hast du gesehen. Dabei hielt ich ihn für den bravsten Ehrenmann, ich Närrin. Er gilt mir jetzt nichts mehr, Trott. Aber wenn je eine Frau ehrlich liebte, war ich es. So, und jetzt geh schlafen. Wir wollen von der Sache nicht weitersprechen. Und es soll auch niemand meine Geschichte erfahren. So lagen auf einmal alle Wege ihres Herzens offen vor meinen Gedanken. Und ich liebte meine Tante noch mehr, als ich es bisher schon tat. Als das Jahr zu Ende ging, fing Dora an zu kränkeln. Es war unser 2. Ehejahr gewesen und es war viel glücklicher verlaufen als das 1. Denn ich hatte einen Vertrag mit mir geschlossen, mein kindisches Weibchen nicht mehr mit meinen Versuchen zu quälen, sie anders machen zu wollen. Was ich vermisste, betrachtete ich immer wie etwas, das ein Traum meiner jugendlichen Fantasie gewesen war. Wie etwas, das nicht zu verwirklichen war. Aber dass es besser für mich gewesen wäre, wenn meine Gattin mir hätte helfen und die vielen Gedanken hätte teilen können, die ich nun für mich behalten musste. Und dass dies hätte sein können, das wusste ich. Nach alledem hatte ich im Stillen gehofft, dass zartere Hände als die meinen mir helfen würden, Doras Charakter zu bilden, und dass seines Kindes Lächeln an ihrer Brust mein kindisches Weibchen zu einem Weibe machen würde. Es sollte nicht so sein. Meine süße Dora lag auf dem Krankenbett. Meine Tante pflegte sie, die beste Krankenpflegerin der Welt. Wenn ich wieder herumspringen kann wie früher, Tante, will ich Chip wieder in Bewegung setzen. Er ist sehr faul geworden.
Ich fürchte sehr, liebe Dora. Er krankt an etwas Schlimmerem als an dem. An den Jahren. Hältst du ihn für alt? Wie seltsam ist dieser Gedanke, dass Chip alt sein sollte. Es ist eine Krankheit, der wir alle ausgesetzt sind, meine Kleine. Das arme Tier. Er hat mich in allem, was mir geschehen ist, gekannt. Ich musste sie jetzt bald jeden Morgen die Treppe hinab und jeden Abend die Treppe hinauftragen. Wir machten aus dem Ganzen eine lustige Prozession, aber manchmal, wenn ich sie aufnahm und fühlte, dass sie wieder leichter geworden war, kam es mir vor, als ob ich mich einer Eisregion näherte, die mein Leben erstarren machte. Ich vermied für dieses Gefühl, einen Namen zu suchen. Bis ich eines Abends, als meine Tante sie mit dem Abschiedsgruß »Gute Nacht, Maiblümchen« verlassen hatte, mich allein vor mein Pult niedersetzte und weinend darüber nachdachte, welch verhängnisvoller Name das sei und wie die Blume in ihrer schönsten Blüte dahinwelkte. Ich erhielt eines Morgens durch die Post folgenden Brief, datiert von Canterbury und an mich nach Dr. Commons adressiert. Ich las ihn nicht ohne Verwunderung. Geehrter Herr, Verhältnisse? Verhältnisse, die außerhalb des Bereichs meiner persönlichen Kontrolle liegen, haben seit einer geraumen Zeit ein Nachlassen des vertrauten Verkehrs bewirkt. Dieser Umstand, geehrter Herr. Geehrter Herr. Zudem noch die hohe Stufe des Ruhms kommt, auf die Ihre Talente Sie gehoben haben, hält mich ab, mir die Freiheit zu nehmen, den Gefährten meiner Jugend mit der altgewohnten Benennung Copperfield anzureden. Sie werden vielleicht fragen, was mich veranlasst, das gegenwärtige Schreiben abzufassen. Und so möchte ich mir erlauben, vorauszuschicken, dass der Zweck des Briefes keine Geldangelegenheit ist. Dennoch muss ich mir die Bemerkung gestatten, dass meine glänzendsten Träume für immer zerronnen sind und dass ich nicht mehr aufrecht einhergehe vor meinen Mitmenschen. Der Brand ist in der Blume, der Kelch ist bitter bis an den Rand. Und so werde ich eine Frist von 48 Stunden benutzen, um die Weltstadt und darin einige Szenen entschwundenen Glücks aufzusuchen. Außer nach anderen Häfen häuslicher Ruhe und des Seelenfriedens werden sich meine Füße natürlich nach King's Bench Gefängnis wenden. Indem ich Ihnen melde, dass ich mich an der äußeren Seite der südlichen Mauer dieses Ortes für die Einkerkerung Zivilangeklagter übermorgen Abend um 7 Uhr einfinden werde, ist der Zweck dieser brieflichen Mitteilung erreicht. Ich fühle mich nicht berechtigt, meine früheren Freunde zu bitten, mich dort zu treffen. Ich beschränke mich darauf, die Bemerkung fallen zu lassen, dass zu der angegebenen Stunde und an dem angegebenen Ort gefunden werden kann, was noch übrig ist von den Trümmern eines gefallenen Turmes. Gefallenen Turmes. Wilkins Micawber. Ich las den Brief mehrere Male durch und war sicher, dass ihm etwas Ernsthaftes zugrunde liegen müsse, dachte aber immer noch darüber nach, als ein Brief von Mrs. Micawber mich erreichte. Obgleich er heute Morgen vor dem Frühstück, als er auf den kleinen braunen Mantelsack glücklicherer Tage die Adresse schrieb, diese sorgfältig mit seiner Hand verdeckte, gewahrte doch der Adlerblick ehelicher Besorgnis die Endstation der
Postkutsche im Westend ist das King's Bench Gefängnis. Als ich hinkam, war Mr. Micawber schon dort. Er stand mit verschränkten Armen der Mauer gegenüber und betrachtete die eisernen Spitzen darauf mit einem sentimentalen Ausdruck. Als ich ihn anredete, war sein Benehmen etwas verlegener und weniger vornehm als früher. Mein Freund in der Not, es gibt einige Meilensteine auf dem Weg zum Grabe, an denen man am liebsten nicht vorbeigekommen sein möchte, wenn dieser Wunsch nicht zu gottlos wäre. Ein solcher Meilenstein in meinem wechselvollen Leben ist dieses Schuldgefängnis, wo Sie, Mr. Copperfield, in Ihrer Jugend bereits Gelegenheit hatten, mich zu besuchen und zu trösten. Ich fragte ihn, was macht unser Freund Heep, Mr. Micawber? Mr. Copperfield, wenn Sie meinen Prinzipal Ihren Freund nennen, tut es mir leid. Wenn Sie ihn meinen nennen, habe ich nur ein sardonisches Lächeln zur Antwort. Er hat mich in meiner Eigenschaft als Jurist bis an den äußersten Rand der Verzweiflung gepeitscht. Kommen Sie, führen Sie mich hier fort, denn auf Ehre, für meinen momentanen Gemütszustand ist das zu viel. Ich führte ihn in eine enge Nebengasse. Dabei wollte ich ihn ablenken und fragte ihn nach Agnes. Aber meine Frage erregte ihn noch mehr. Oh, Mr. Copperfield, lassen Sie uns nicht von der Verehrung sprechen, die ich für Miss Wickfield empfinde. Besser wäre es, wenn Sie mich gehen ließen, damit ich die Welt als Vagabund durchstreifte. Ohne mich dieser Aufforderung zu fügen, blieb ich neben ihm stehen, bis er seine Erregung bezwang. Dann sagte ich, dass es mir lieb sein würde, wenn er mir erlauben wollte, ihn meiner Tante vorzustellen, und dass wir zusammen nach Highgate fahren wollten, wo auch ein Bett für ihn bereit wäre. Mein Herr, machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich bin ein Strohhalm auf der unbegrenzten Tiefe. So gingen wir zu meiner Tante, um in Ruhe miteinander zu reden. Aber was immer wir versuchten, immer wieder kam er auf seinen Prinzipal zu sprechen und geriet dabei in eine solche Verzweiflung, dass er schließlich in Tränen ausbrach. Ohne uns aber Genaueres über diesen Prinzipal mitzuteilen, bis meine Tante ihn schließlich ermunterte. Mr. Micawber, so reden Sie doch. Erleichtern Sie Ihr Herz. Ja, sprechen Sie. Sie sind unter Freunden. Unter Freunden? Gütiger Himmel, eben weil ich unter Freunden bin, befinde ich mich in diesem Gemütszustande. Was gibt es nicht alles in der Welt? Schurkerei gibt es, Schlechtigkeit, Heuchelei, Betrug und niederträchtige Verschwörung. Und der Name der ganzen Schlechtigkeit ist Heep. Aber ich werde diesen vollendeten Schuft vor der ganzen Welt, heute über 8 Tage, vor Ihnen allen, auch die Tante, enthüllen werde ich Ihnen die Schurkereien dieses unausstehlichen Schuftes. Heep! Heep! Oh, leben Sie wohl! Mit der letzten Wiederholung des Zauberwortes, das die Maschine in Gang gehalten hatte, stürzte Mr. Micawber aus dem Haus und ließ uns in einem Zustande der Aufregung und Verwunderung zurück, der nicht viel besser als sein eigener war. Aber selbst dann ließ ihn seine Leidenschaft für das Briefeschreiben nicht ruhen, denn aus einem nahen Gasthause kam der folgende idyllische Brief. Höchst geheim und vertraulich, verehrter Herr. Ich nehme mir die Freiheit, Sie zu bitten, mich bei Ihrer Tante wegen meiner Aufregung zu entschuldigen. Ich hoffe, ich habe die Bitte um eine Zusammenkunft auf heute über 8 Tage morgens in dem Gasthaus in Canterbury, das Ihnen bekannt ist, nicht umsonst getan. Wenn die Pflicht getan und die Sühne vollendet ist, wird man mich nicht mehr sehen. Ich werde nur verlangen, an jenem Ort, wo wir alle eine Stelle finden, zur Ruhe gebracht zu werden. An jenem Orte, wo in engen Zellen, in ewigem Schlummer des Dorfes Ahnen, Reih an Reihe ruhen, mit der einfachen Inschrift.
mit der einfachen Inschrift Wilkins Micawber. Als an der von Mr. Micawber so geheimnisvoll bestimmten Zeit noch 24 Stunden fehlten, berieten meine Tante und ich, was wir zunächst zu tun hätten. Denn meine Tante wollte ungern Dora allein lassen. Dora aber bestand darauf, dass meine Tante mit mir nach Canterbury reisen sollte. Du musst gehen. Ich werde dich so lange quälen, bis ich meinen Willen habe. Übrigens, warum wollt ihr nicht beide gehen? Ich bin wahrhaftig nicht so sehr krank. Oder doch? Mein Gott, was für eine Frage, Kind. Welche Einbildung. Also dann küsst mich beide und geht. Oder ich glaube euch nicht und fange an zu weinen. So gingen wir denn, und in dem bestimmten Gasthof in Canterbury fand ich abermals einen Brief von Mr. Micawber, in dem er uns mitteilte, dass er pünktlich um 9:30 erscheinen würde. Und er hielt Wort. Er kam und nach einer kurzen Begrüßung entdeckte er uns seinen Plan. Ich wollte Sie bitten, mir zu erlauben, hier 5 Minuten vor Ihnen wegzugehen, um Sie dann alle, Sie werden tun, als ob Sie Miss Wickfield besuchen wollten, in der Kanzlei von Wickfield und Heap zu empfangen. Damit machte er eine Verbeugung und verschwand. Als wir dann zur verabredeten Zeit erschienen, fanden wir ihn an seinem Pult angestrengt arbeitend. Wenigstens stellte er sich so. Oh, Mr. Copperfield und Madam, wie geht es? Ist Miss Wickfield zu Hause? Ich werde Sie begleiten. Damit öffnete er die Tür zu Mr. Wickfields Kanzlei. Miss Trotwood, Mr. David Copperfield, Mr. Dixon. Er rief unsere Namen laut und deutlich. Nur, dass er Mr. Dick, der ebenfalls mitgekommen war, einen falschen Namen gab. Uriah Heep zuckte zusammen, als er uns eintreten sah. Dann aber war er so kriechend und demütig wie immer. Oh, Miss Trotwood, welche Ehre! Und Mr. Copperfield, ein berühmter Mann, sind Sie geworden, Master Copperfield. Guten Morgen, Mr. Dick. Guten Morgen. Mr. Micawber hatte Agnes gerufen, mit der er jetzt eintrat und die sich sehr freute, uns alle zu sehen. Micawber, Sie können gehen, Sie brauchen nicht zu warten. Nun, worauf warten Sie, Micawber? Mr. Micawber, die Hände um das große Lineal an der Brust gelegt, stand aufrecht vor der Tür und betrachtete ganz unleugbar einen seiner Mitmenschen, und zwar seinen Prinzipal. Micawber, hörten Sie nicht, dass Sie nicht warten sollten? Ja. Nun, warum warten Sie dann? Weil ich will. Sie sind ein liederlicher Mensch, das weiß die Welt. Ich fürchte, ich werde Sie fortschicken müssen. Gehen Sie, ich will gleich nachher mit Ihnen reden. Wenn es einen Schurken auf Erden gibt, mit dem ich schon zu viel gesprochen habe, so heißt dieser Schurke Heep. Uriah fuhr zurück, als ob ihm ein Schlag versetzt worden wäre. Dann sah er uns alle an. Oho! Eine Verschwörung! Ach, dieses Zusammentreffen hier ist verabredet. Und sogleich fiel er über mich her. Sie waren von Anfang an ein stolzer Gag und Sie missgönnen mir, dass ich in die Höhe gekommen bin, Copperfield. Es zeigt sich, Mr. Copperfield, eine Veränderung in diesem Menschen, was mir die Versicherung gibt, dass er in die Enge getrieben ist. Während sich Uriah hierauf in allen möglichen Verwünschungen gegen uns alle ausließ, trat seine Mutter herein. Juri, ach, mein Sohn. Willst du still sein, Mutter? Je weniger Worte, desto geringerer Schaden. Schämen Sie sich, Copperfield, meinen Schreiber auszuhorchen. Meine Herrschaften, ich erscheine hier vor Ihnen, um den vollendetsten Schurken zu denunzieren, den es wahrscheinlich auf Erden gibt. Nein, der Teufel soll Sie holen. Ich will es Ihnen schon heimzahlen. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Juri, ach, lieber Sohn. Schweig! Indem ich fortfahre,
möchte ich zugleich erwähnen, dass ich mich durch diesen Schurken in ein Netz verstrickt habe, aus dem ich nun wieder auszubrechen gedenke, indem ich nämlich aufhöre, mich als unterwürfiges Werkzeug seiner Schurkereien missbrauchen zu lassen. Ich habe schon seit langem gefunden, dass meine Unterstützung beständig zu Fälschungen und zur Hintergehung Mr. Wickfields in Anspruch genommen wurde. Das war schlimm genug. Aber Schlimmeres kommt noch. Als der Kampf in mir selbst zwischen Gehalt und keinem Gehalt, zwischen Existenz und keiner Existenz aufhörte, beabsichtigte ich, die größeren Übeltaten zu entdecken und ans Licht zu bringen, die Mr. Wickfield tiefes Unrecht und große Schmach zufügten und von Hieb begangen wurden. Angestachelt von dem stummen Mahner im Innern und von einer nicht weniger rührenden Mahnerin von außen, nämlich Miss Wickfield, begann ich eine nicht mühelose Arbeit heimlicher Untersuchung, die sich bereits auf 12 Kalendermonate erstreckt. Meine Anklagen gegen Hieb sind folgende. Als Mr. Wickfields Fähigkeiten und Gedächtnis für Geschäftsvorfälle schwächer wurden. Und Mr. Micawber führte Punkt für Punkt aus, was ich die ganze Zeit über geahnt, ja gewusst hatte. Und seither verleitete er Mr. Wickfield, ihm Vollmachten für seine Betrügereien zu geben. Das sollen Sie mir beweisen. Fragen Sie, Mr. Copperfield, diesen Hieb, wer in seinem Hause nach ihm gewohnt hat. Der Narr selber und wohnt noch dort. Richtig. Und fragen Sie ihn, ob er dort ein Taschennotizbuch geführt hat. Uriah horchte verstört auf. Ob er es einst dort verbrannt hat, wegen der Asche. Aber soll er sich bei Wilkins Micawber erkundigen, der ihm Dinge sagen wird, die nicht zu seinem Vorteil gereichen. Demütige dich und gib nach, lieber Sohn. Mutter, willst du ruhig sein? Inzwischen bin ich zu umfangreicherem Beweismaterial gelangt und besitze außer dem zum Teil verbrannten Notizbuch, das ich bei meinem Einzug in der Wohnung dieses Urkundenfälschers und Verleumders fand, noch andere wichtige Dokumente, die beweisen. Erstens. Hieb hat in wiederholten Fällen die Unterschrift Mr. Wickfields gefälscht. Uriah, mein Sohn, gib es doch zu. Sei still, Mutter! Zweitens. Hieb hat sich eine scheinbar von Mr. Wickfield ausgestellte Verschreibung von 12.614 Pfund, 2 Schilling und 9 Pence, mit den Zinsen verschafft, welche Summe angeblich Hieb Mr. Wickfield vorgeschossen, um ihn vor Schande zu retten. In Wirklichkeit hatte er diese Summe niemals vorgestreckt und sie war längst wieder ersetzt worden. Die Unterschrift, angeblich bezeugt von Wilkins Micawber, ist gefälscht. Uriah Heep sprang auf, schloss seinen Kasten auf und wollte etwas daraus entnehmen, besann sich aber sofort wieder. Das Dokument selbst ist in meinem Besitz. Das heißt, ich habe es Dr. Strong übergeben, der sich mit der Sache künftig befasst. Ach, mein Herr, Mr. Copperfield, mein Sohn wird sich demütigen. Es war ein merkwürdiges Schauspiel, wie die Mutter immer noch an der Heuchelei festhielt. Uriah, ich liebe dich. Sohn, reize diese Herren nicht. Mach deine Lage nicht noch schlimmer. Drittens und letztens. Das Hauptziel Hiebs war, Mr. Wickfield und Miss Wickfield ganz in seine Gewalt zu bekommen. Und sein letzter, erst kürzlich vorgenommener Kunstgriff bestand darin, Mr. Wickfield zur Ausstellung einer Verzichtleistung auf seinen Geschäftsanteil und sogar zur Unterzeichnung eines Verkaufskontraktes des Mobiliars des ganzen Hauses gegen eine bestimmte Rente zu bewegen. Dieses Netz wurde gelegt mit beunruhigenden und verfälschten Nachrichten über den Stand der Mr. Wickfield zur Verwaltung übergebenen Vermögensobjekte. Und zwar zu einer Zeit,
da Mr. Wickfield sich in unvorsichtige Spekulationen eingelassen und vielleicht das Geld, für das er verantwortlich war, nicht mehr flüssig hatte. Weitergeführt und enger gezogen wurde das Netz durch Berichte von angeblichen Geldanleihen gegen ungeheure Zinsen, welche Summen aber in Wirklichkeit von Heap kamen und welche Heap betrügerischerweise von Mr. Wickfield selbst unter dem Vorwande solcher Spekulationen nahm oder ihm vorenthielt, sodass Mr. Wickfield glaubte, an Vermögen und Ehre bankrott zu sein und seine ganze Hoffnung auf das Ungeheuer in Gestalt dieses Menschen setzte, dieses Ungeheuers, das ihn ins Verderben geführt hatte, indem es sich ihm unentbehrlich machte. Und dies alles verpflichte ich, mich zu beweisen. Agnes stand halb aus Freude, halb aus Kummer weinend neben mir und der ganze Kreis geriet in Bewegung. Mr. Micawber aber faltete das Protokoll, aus dem er dies alles vorgelesen hatte, zusammen und übergab es meiner Tante. Uriah war unruhig an den Geldschrank getreten, den er jetzt öffnete. Der Schlüssel steckte im Schloss, als ihn plötzlich ein Verdacht durchzuckte. Die Bücher sind gestohlen! Jawohl, ich habe sie gestohlen, als ich von Ihnen den Schlüssel holte. Sie sind dem Bevollmächtigten übergeben. Mein Erstaunen war sehr groß, als jetzt auf einmal meine Tante, die bisher ruhig und aufmerksam gewesen war, auf Uriah losstürzte und ihn am Kragen packte. Wissen Sie, was ich will? Lassen Sie mich los! Mein Vermögen will ich! Liebe Agnes, solange ich glaubte, Ihr Vater wäre wirklich an dem Verlust meines Geldes schuldig, ein Verlust, der mich und Trott zu erheblichen Einschränkungen zwang, die ganze Zeit, wie ich zugeben muss, solange ich indes glaubte, Ihr Vater sei an dem Verlust meines Vermögens schuld, wollte ich auch nicht mit einer Silbe verraten, dass ich es hier deponiert hatte. Nicht einmal Trott habe ich etwas davon gesagt. Aber jetzt weiß ich es, dass dieser Kerl dafür gerade stehen muss. Und ich will es wiederhaben. Trott, nimm es ihm ab. Ob meine Tante in diesem Augenblick glaubte, dass er ihr Vermögen in seinem Halstuche habe, weiß ich nicht. Aber sie zerrte jedenfalls so derb daran, als sei sie dieser Meinung. Nichts gebe ich heraus, nichts! Uriah, ich flehe dich auf meinen Knien. Du sollst schweigen! Sie werden es tun und sich außerdem persönlich zu unserer Verfügung halten, bis die ganze Angelegenheit geregelt ist. Wir verlangen von Ihnen, in Ihrem Zimmer zu bleiben und mit keinem Menschen zu verkehren. Das werde ich nicht tun. Das Gefängnis ist allerdings ein noch sicherer Aufbewahrungsort. Mr. Micawber, wollen Sie sich ins Rathaus begeben und ein paar Polizeidiener holen? Hier machte Mrs. Heap sich von Uriah los, den sie vorher beschwörend festgehalten hatte, und winselte wie ein Hündchen, denn sie war halb wahnsinnig aus Furcht um ihren Liebling. Schließlich wurden alle wichtigen Dokumente herbeigeschafft. Mr. Dick half Mrs. Heap und war sehr stolz auf diesen Auftrag. Jetzt, Mr. Heap, können Sie sich zurückziehen, um alles reiflich zu überlegen. Aber bedenken Sie dabei, dass es nur die eine Möglichkeit für Sie gibt, davon zu kommen, indem Sie alle Schuld bekennen und dafür einstehen. Uriah schlich, ohne die Augen zu heben, nach der Tür und blieb dort stehen. Copperfield, ich habe Sie immer gehasst. Sie waren immer ein Emporkömmling und haben mir entgegengearbeitet. Ich gab es ihm zurück und sagte, was ich ihm schon früher gesagt hatte, dass nämlich er es immer war, der mit Habsucht und Schlauheit gegen jeden gewesen ist. Mr. Micawber hatte für Uriah nur noch Verachtung. Und als dieser hinausgeschlichen war, seufzte er etwas theatralisch und lud uns ein, mitzukommen, um Zeuge seiner Versöhnung mit Mrs. Micawber zu sein, gegen die er sich nicht so benommen habe, wie sie es verdiene. Während wir zur Wohnung von Mr. Micawber gingen, hatte meine Tante eine Idee. Mr. Micawber, es wundert mich, dass Sie niemals ans Auswandern gedacht haben. Madam, es war der Traum meiner Jugend und das verfehlte Streben meiner reiferen Jahre. Aber ich hatte nie das Kapital. Ich war überzeugt, dass er in seinem ganzen Leben nicht daran gedacht hatte. Kapital? Sie haben uns soeben einen großen Dienst erwiesen. Was könnten wir Besseres tun, als Ihnen das Kapital zu verschaffen? Ich würde es nicht als Geschenk annehmen.
Aber wenn ich es vorgestreckt bekäme... Es entspann sich sogleich ein lebhaftes Planen. Und als wir bei den Micawbers anlangten, schien es, als sei der Plan gefasst, den meine Tante, wie sich zeigen wird, noch weiter in ihren Gedanken bewegte. Ich muss eine Pause machen, ehe meine Geschichte zu Ende geht. In dem Gedränge meiner Erinnerungen sehe ich eine stille Gestalt, Dora, die in ihrer unschuldigen Liebe und kindlichen Schönheit zu mir spricht. Gedulde dich noch ein paar Tage. Nur noch ein paar Tage. Du weißt gar nicht, wie viel besser es mir geht. Dann ist es an einem Abend, als ich vor ihrem Bett sitze, das sie nun schon lange nicht mehr verlassen konnte. Dodi. Ja, mein Liebling. Ich möchte Agnes sehen. Das wird sie sehr freuen. Ich werde ihr schreiben. Nicht wahr? Du fühlst dich sehr einsam, wenn du unten bist. Wie kann es anders sein, wenn ich deinen leeren Platz sehe? Meinen leeren Platz. Ja, ja. Und du vermisst mich wirklich? Liebes Herz, wen könnte ich mehr vermissen auf der ganzen Welt? Ach, du lieber Mann. Ich bin so froh. Und so traurig. Und sie drängt sich näher an mich heran und umschlingt mich mit beiden Armen und lacht und schluchzt. Und ist dann ruhig und ganz glücklich. Ganz glücklich. Schreib an Agnes. Weiter wünsche ich mir nichts mehr. Und dass du wieder gesund wirst. Ach, Dodi. Dann ist es Nacht. Und ich bin noch bei ihr. Agnes ist gekommen und ist einen ganzen Tag und einen ganzen Abend bei uns gewesen. Sie, meine Tante und ich haben Dora Gesellschaft geleistet. Wir haben nicht viel geredet. Nun weiß ich, dass ich sie verlieren werde. Ich halte ihre Hand in der meinen. Ich sehe ihre Liebe zu mir in all ihrer lebendigen Kraft. Dass sie doch bei mir bliebe. Ich will dir etwas sagen, Dodi. Und du wirst es mir nicht übel nehmen. Ich lege meinen Kopf neben sie auf das Kissen. Und sie blickt mir in die Augen und spricht sehr leise. Ich fühle, dass sie von sich wie von einer Verstorbenen spricht. Ich fürchte lieber, ich war zu jung. Auch an Erfahrung verstehe mich recht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn es eine Kinderliebe geblieben wäre und wir sie wieder vergessen hätten. Wir waren sehr glücklich miteinander, Dora. Ich bin sehr glücklich gewesen. Aber mit den Jahren wäre mein lieber Dodi seines kindischen Weibchens müde geworden. Ach, liebste Dora, sprich nicht so. Jedes Wort klingt wie ein Vorwurf. Nein. Keine Silbe, Liebster. Du verdienst keinen Vorwurf. Dazu liebe ich dich viel zu sehr. Ist es einsam unten?
arme Junge weint. Still. Ich gehe jetzt. Und bitte Agnes, sie möchte zu mir kommen. Agnes ist unten in der Wohnstube, als ich eintrete. Und ich richte ihr meinen Auftrag aus. Sie verschwindet und lässt mich allein mit Chip. Ich setze mich an den Kamin und denke mit einer dumpfen Reue an alle geheimen Gefühle, die ich seit meiner Verheiratung gehegt habe. Wäre es wirklich besser gewesen, wir hätten einander nur als Kinder geliebt. Und alles vergessen. Welche Antwort soll ich mir darauf geben? Wie die Zeit schwindet, weiß ich nicht. Chip schreckt mich auf, als er mich ansieht, winselt, sich dann nach der Tür hinschleppt und hinauf möchte. Nein, heute nicht, Chip. Komm her. Er sieht mich an mit glanzlosen Augen. Dann legt er sich mir vor die Füße, als wolle er schlafen. Und ist tot. Dann tritt Agnes zu mir. Es ist alles vorbei. Jetzt ist nicht Zeit, auf meinen Gemütszustand, auf die schwere Last des Kummers einzugehen. Zwar scheinen alle Ereignisse um mich herum auf diesem mächtig dunklen Strom des Leides dahinzugleiten, aber ich trage alles, was kommt, was reich an Freuden, reich an Betrübnis in mein Leben tritt. Freudig für Peggotty und ihren Bruder ist das Ereignis, dass der gute Alte seine Emily nach langen Irrfahrten wiederfand, entschlossen im Ausland, gemeinsam mit ihr an einem neuen Leben zu bauen. Hem, Emilys Verlobter, hat indes seine Geliebte nie wiedergesehen. Oh, welch ein Zusammentreffen, das so erschütternd durch unendlich verschiedene Fäden mit allem bisher Berichteten so innig verknüpft ist, dass ich es vom Anfang meiner Erzählung an immer größer und größer werden sah. Wie ein Turm wuchs dieses Ereignis, vor dem ich nun stehe, ohne seine Höhe ganz ermessen zu können. Meine Tante hatte dank der Entdeckung an Mr. McCorbers 5.000 Pfund ihres verloren geglaubten Vermögens wiedererhalten. Der ehrlose Hieb hatte für seine Frevel büßen müssen. Meine Tante hatte den Gedanken, den McCorbers zur Auswanderung zu verhelfen, nicht aufgegeben und ihnen Geld geschenkt unter dem Vorwand, dass es als Darlehen aufzufassen sei. Den Auswanderern hatten sich Mr. Peggotty und Emily zugesellt und das Schiff war bereit auszufahren. Eben hatte mich Mr. Peggotty mit seiner Schwester aufgesucht und gebeten, Hem einen Brief von Emily zu überbringen, was ich dann beschloss, persönlich zu tun, zumal der Brief den Abschied Emilys von Hem enthielt, der diesen braven Jungen schwer treffen musste. Aber was sind Pläne, die wir schmieden gegen das, was zu beschließen allein dem Himmel zukommt, der bei meinem Eintreffen in Yarmouth Stürme entfesselte und Regengüsse herabstürzen ließ, so dass man glauben konnte, das Ende der Zeit sei nah. Ein Schiff war in Seenot geraten, und unter den Männern, die versuchten, ihm zu Hilfe zu kommen, befand sich auch Hem, den ich nicht davon abbringen konnte, sein Leben aufs Spiel zu setzen, als alle anderen bereits die Hoffnung auf eine Rettung des sich auf dem Meere hin und her wälzenden Schiffes aufgegeben hatten. Master Davy, wenn meine Zeit gekommen ist, so mag sie gekommen sein. Ich habe seit langem nichts dagegen. Seine Worte klingen mir noch im Ohr, wie er seine Kameraden darauf bat, ihn fertig zu machen. Er wolle hinausschwimmen, während sie ihn an Tauen halten sollten. Er hat dieses Abenteuer mit dem Leben bezahlt. Und ich vermag noch heute nicht zu schildern, wie sie ihn später vor meinen Füßen aus dem Meer zogen, bewusstlos, tot. Eine große Welle hatte ihn erschlagen und das gekenterte Schiff war gesunken.
Wir hatten Hem in das nächste Haus getragen. Und ich saß neben ihm, verzweifelt und mit dem Himmel hadernd, als sein alter Fischer, der mich schon kannte, als Emily und ich noch Kinder waren, in der Tür erschien. Tränen liefen über sein wetterhartes Gesicht. Ein Toter ist ans Ufer gekommen. Dann führte er mich nach dem Strande. Und auf der Stelle, an der Emily und ich als Kinder Muscheln gesucht hatten, wo jetzt ein paar Trümmer des in der vorigen Nacht vom Sturm umgestürzten alten Bootes, das einst Mr. Peggottys Haus war, vom Winde verstreut lagen, unter den Trümmern des Herdes, den er geschändet, sah ich meinen Freund Steerforth, mit dem Kopf auf dem Arm ruhend liegen, wie ich ihn so oft hatte schlummern sehen. O Steerforth! Ich musste daran denken, was er mir sagte, kurz bevor ich ihn das letzte Mal sah. Es war im Hause seiner Mutter. Gänseblümchen. Du musst immer das Beste glauben von mir. Weißt du, wenn uns das Leben jemals trennen sollte. Das hatte ich immer getan. Wenn wir auch getrennt waren durch das Unglück seiner Liebe zu Emily. Ich habe ihn zu seiner Mutter nach Haus gebracht, nach Highgate. Sein Elternhaus stand ganz in der Nähe meines Hauses, in dem ich jetzt wohnte. Seine Mutter hatte ich ein paar Mal besucht. Sie war zu stolz, um ihrem Sohn zu verzeihen. Jetzt war sie gealtert und von Leid und Kummer gebrochen. Rosa Dartle hatte recht behalten. Sie hatte gewusst, was kommen würde, als sie die hintergründige Frage an Steerforth stellte. Ich wollte nur wissen, ob Leute, die sich in ihrer Konstitution sehr ähnlich sind, mehr Gefahr laufen als andere, bei ernstlichen Zwistigkeiten in dauernde und bittere Feindschaft zu geraten. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, dass Sie und Ihre Mutter... Mrs. Steerforth hatte stolz erwidert. Liebe Rosa, nehmen Sie ein anderes Beispiel. James und ich kennen unsere gegenseitigen Pflichten viel zu gut. Gott sei Dank. Oh. So. Gewiss. Würde das ein Hindernis sein? Jetzt war der Sohn zurückgekehrt. Versöhnt. Wir legten ihn in das Zimmer seiner Mutter. Die Auswanderer haben ihre Reise angetreten. Die Micawbers sind voll froher Hoffnungen und zuversichtlich glauben sie, dass sich diesmal etwas finden wird. Ich habe mein Haus verlassen und bin lange Zeit durch Europa gereist, meinen Kummer mit mir tragend, ohne ihn jedoch zu vergessen. Und eines Tages, den Veränderungen des Lebens folgend, stehe ich vor Agnes, die ich mehr als eine Schwester immer geliebt habe, und meine Gedanken eilen der Zukunft voraus und meine Wünsche kommen zu Hilfe und der gute Rat meiner Tante. Und alles fügt sich und drängt mich, Agnes zu meiner Frau zu machen. Sie schlägt die Augen nieder und zittert. Schließe mich nicht aus von dem, was dein Glück so nahe betrifft, sage ich, und frage sie, ob sie einen anderen lieber habe als mich. Wenn ich ein Geheimnis habe, so ist es kein neues. Und es ist nicht, was du denkst. Doch ich kann es nicht enthüllen. Ich verließ die Heimat, Agnes, und liebte dich. Ich war in der Fremde und liebte dich. Ich kehre zurück und liebe dich. Als ich Dora liebte, selbst da wäre meine Liebe, wenn du nicht an ihr Anteil genommen hättest, nur halbe Liebe gewesen. So aber war sie reich durch deine Teilnahme. Und als ich Dora verlor, Agnes, was wäre ich da ohne dich gewesen? Ich habe dich geliebt. Mein ganzes Leben lang.
Und jetzt ist meine Geschichte zu Ende. Ich blicke noch einmal zurück. Ich sehe mich mit Agnes auf der Straße des Lebens wandern. Ich sehe unsere Kinder und unsere Freunde um uns. Und ich höre das Rauschen vieler Stimmen, die mir nicht gleichgültig sind auf meiner Reise. Hier ist meine Tante mit einer stärkeren Brille, eine Matrone von über 80 Jahren, aber noch von aufrechter Haltung. Unzertrennlich von ihr ist Peggotty, auch mit einer Brille, meine gute alte Amme. Das Krokodilbuch, das sie mir so gern zeigte, zeigt sie noch immer, nun meinen Kindern. Mr. Dick hat seine Denkschrift beendet. Und immer öfter hören wir ihn beteuern. Trotwood, Ihre Tante ist die wunderbarste Frau von der Welt. Und wie ich trotz meines Wunsches noch zu verweilen mein Werk schließe, verschwimmen die Gesichter. Aber ein Gesicht, das auf mich niederscheint wie ein himmlisches Licht, durch das ich alles andere sehe, ist hoch über ihnen. Und das bleibt. Ich wende mich um und sehe es in seiner schönen, heiteren Ruhe neben mir. Agnes. Möge dein Gesicht auch neben mir sein, wenn ich wirklich mein Leben beschließe. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hörten die letzte Sendung einer fünfteiligen Folge. Die Rollen und ihre Sprecher waren David Copperfield, Heiner Schmidt, Peggotty, Mila Kopp, Betsy Trotwood, Erika von Tellmann, Agnes Wickfield, Elisabeth Schwarz, Mr. Wickfield, Jörg Schleicher, Dora Spenlow, Christine Born, Uriah Heep, Hans-Helmut Dicko, Mrs. Heep, Edith Herdegen, Mr. Micawber, P. Walter Jakob, Mrs. Micawber, Irmgard Först, Mr. Dick, Hans-Hermann Schaufuß, Ham, Johannes Grossmann, Julia Milz, Karin Schlemmer, der Mann von Betsy Trotwood, Karl-Heinz Bernhard. Der Erzähler war Heiner Schmidt. Ton und Schnitt Walter Jost und Ursula Guckenberger. Regie führte Claire Schimmel.